Als Kind war ich fasziniert vom Wetter und der Fähigkeit der Menschen im Fernsehen, das Wetter ein paar Tage im Voraus vorherzusagen. Beim Klima ist das anders. Klimamodelle berücksichtigen alle Zusammenhänge innerhalb des Klimasystems, von denen die Wissenschaftler wissen, dass sie wichtig sind, um das Klima der Erde darzustellen. Um herauszufinden, ob man den Modellen vertrauen kann, werden viele verschiedene Arten von Messungen verwendet, um die Richtigkeit der Modellberechnungen zu überprüfen. Bei der globalen Oberflächentemperatur liegen die Linien für Modell- und Messdaten nahe beieinander. Und obwohl einige Phänomene oder einzelne Spitzen der Kurve nicht gut erfasst werden, wird die Tendenz gut getroffen. Dies macht die Wissenschaftler zuversichtlich, dass die Modelle die vergangenen und gegenwärtigen Temperaturen darstellen und auch in die Zukunft projizieren können. Es bleiben jedoch Unsicherheiten, zum Beispiel wie viel Treibhausgase die Menschen ausstoßen werden. Das wird in unterschiedlichen Zukunftsszenarien berücksichtigt, abhängig von den CO2-Emissionen. Es sind verschiedene Wege in die Zukunft möglich. Wissenschaftler helfen dabei herauszufinden, welche Auswirkungen diese Szenarien auf das Klimasystem haben. Jeder von uns kann durch geringere Treibhausgasemissionen zu einem besseren Szenario beitragen und so mitgestalten, wie unsere Zukunft aussehen wird.